Es gab Hausdurchsuchungen in den Red Tube-Verfahren. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und die treuen Zuschauer dieses Kanals haben den Red Tube-Skandal im letzten Jahr akribisch mitverfolgt. Es ging um illegale Streaming-Abmahnungen und jetzt folgt die juristische Aufarbeitung des Ganzen mit neuen interessanten Details. Ihr erinnert euch, der Abmahnanwalt Daniel Sebastian, der hatte seinerzeit die Auskunftsansprüche beim Landgericht in Köln gestellt. Hier hatten wir dazu ein Video gemacht. Diese Auskunftsansprüche sind dann nachher alle aufgehoben worden, weil tatsächlich von falschen Tatsachen ausgegangen worden ist. Und jetzt gab es eine Durchsuchung schon im November, aber das hat die Staatsanwaltschaft Köln jetzt erst mitgeteilt, bei Daniel Sebastian, also bei dem Anwalt, weil ihm vorgeworfen wird, Beihilfe zu einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Und die eidesstattliche Versicherung lautete ja darauf, dass hier Tauschbörsensoftware genutzt sein sollte, beziehungsweise wurde da dargelegt, wie die Nutzer RedTube genutzt haben. Offenbar scheint daran irgendwas falsch zu sein, meint jedenfalls die Staatsanwaltschaft Köln und ermittelt. Und im Zuge dieser Ermittlungen ist dann noch mehr rausgekommen, nämlich, dass 36.000 Tauschbörsenabmahnungen verschickt worden sind, die keine waren. Denn es waren ja Streaming-Abmahnungen und nicht mal das stimmte. Die Leute sind ja auf die Streams geschoben worden, wie wir hier seinerzeit ausführlich berichtet haben. Kurz nach diesen Abmahnungen sind offenbar schon 600.000 Euro Abmahngebühren gezahlt worden. Dann ging der ganze Skandal los und die Gelder, so jedenfalls die Zeitung Die Welt, sind offenbar auf ein Konto in der Schweiz geschoben worden. Da saß ja die Archive AG, diejenigen, die die Rechte an den Pornofilmen haben sollten, jedenfalls die Rechte zu Zwecken der Abmahnung. Was mit den Geldern jetzt los ist und ob die Betroffenen überhaupt eine Möglichkeit haben, überhaupt nochmal an das Geld ranzukommen, irgendwas zurückzufordern, das steht in den Sternen. Dazu wusste weder die Zeitung was, noch hat sich die Staatsanwaltschaft dazu geäußert. Ehrlich gesagt, wenn ich meine persönliche Meinung dazu abgeben darf, ich glaube nicht, dass davon noch viel übrig ist. Viel übrig ist auch von der ganzen Abmahnwelle nicht mehr geblieben. Thomas Uhrmann, der Anwalt, der abgemahnt hat, hat seine Lizenz verloren. Dazu haben wir hier mal berichtet. Daniel Sebastian, da sind jetzt die Räumlichkeiten durchsucht worden. Und 9000 weitere Abmahnungen, die noch verschickt worden sind, die sind gestoppt worden, nachdem das Medienecho so riesig war. Also Neuigkeiten über Neuigkeiten aus den RedTube-Verfahren. Ich glaube, das Jahr 2015, da werden wir auch noch viel von diesen Skandalverfahren aus dem letzten Jahr hören. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.